Hallo Leute, willkommen in meinem neuen Video. Ich präsentiere euch heute, wie machen wir super leckeres Essen. Kartoffelpuffer oder halben Kuchen. Brauchen wir wenige Zutaten, 3-4 Kartoffeln, ein Ei, bisschen Mehl, Salz, Pfeffer und das war's. Und eine Reibe. So, wir fangen an. Zuerst natürlich müssen wir Kartoffeln schälen. Entweder machen wir mit dieser Maschine. Ich bin etwas altmodisch, mache ich ganz einfach mit dem Messer. Dauert vielleicht länger, aber... Letzte Kartoffeln. Wenn jemand eine große Familie hat, natürlich kann man für mehrere Personen das machen. Klar braucht man mehr Kartoffeln. Mehr Mehl und so weiter, aber wir sind eine kleine Familie, deswegen für uns 3-4 Kartoffeln reichen. So, unsere Kartoffeln sind schon fertig geschält. Sieht man, wir fangen an jetzt mit Reiben. Genau, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auf andere Seite reiben. Ich bevorzuge diese kleine. Zwischendurch habe ich auch auf andere Seite angefangen zu reiben. Genau, dann geht etwas schneller und ich habe jetzt ein Ei komplett dazu gegeben. Jetzt kommt Salz dazu, bisschen Pfeffer. Wenn jemand möchte, kann natürlich dazu entweder eine Zwiebel reiben oder ein Apfel. Schmeckt auch sehr gut. So. Bisschen Mehl, 2 Löffel. Ich mache nach Bauchgefühl. Sind vielleicht 3 Löffel rausgekommen. Vermischen wir das, die Masse. So, unsere Masse ist jetzt fertig, wie man sieht. Ich habe übrigens noch einen Löffel Mehl dazu gegeben, dass das alles sich festhält. Pfanne ist auch schon an. Bisschen Öl. Ich mag das nicht, wenn das ist zu fertig, dann gebe ich lieber hier bisschen Öl, dafür weniger für die Pfanne. Unsere Pfanne ist schon heiß, dann fangen wir mit dem ersten Reiben an. Ich denke, von unserer Portion kommen bestimmt 10 Reibenkuchen, je nachdem, wie groß man die macht. Das duftet schon. Alles schön. Reiben. Dabei. Ich bin ja unten. Noch nicht. Das geht baby einfach. Noch eine Sekunde. So, das ist auch schon fertig. Genau so eine schöne Farbe hat das. Ja, noch nicht so ganz gut. Muss ich mein Herd vielleicht auf 9 machen? Genau. Wie das duftet. Schade, könnt ihr ja nicht riechen. Kuchen
sind jetzt mittlerweile fertig. So viel ist rausgekommen. 4 Stück habe ich noch in der Pfanne. Und ich mache jetzt für euch ein Test. Super. Dazu noch Apfelmus. Oder wenn jemand möchte, mit Puderzucker. Schmeckt auch super. Vielleicht mit Marmelade, habe ich noch nicht gekostet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich empfehle euch super schnelles Mittagessen. Abonniere meinen Kanal, gib mir ein Like, schreibt vielleicht ein paar Kommentare, was könnte ich anders machen. Vielleicht kennt ihr andere Rezepte, was könnte ich ausprobieren. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, ja? Ciao.